Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, genauso wie Sie haben wir uns auch schon lange drauf gefreut auf unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Und wie der Name schon sagt, kostet alles nur noch 10 Euro, was Sie hier in dieser Sendung sehen. Beziehungsweise wir drei, wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Aber Diana, die weiß das und ich bin mir sicher, sie hat tolle Produkte rausgesucht. Wenn Ihnen was gefällt, bitte gerne direkt anrufen und Sie dürfen auch gerne alles bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt unser Preisalarm. Und das lohnt sich auf jeden Fall immer ordentlich hier zuzugreifen. Und genauso haben die beiden hier auch schon zugegriffen. Ingo gönnt einem echt gar nichts. Du darfst den Rest der Sendung machen, okay? Ballerschlag. Doch. Das ist cool. Hallo Diana. Das ist vor allem eine super coole Farbe, Mensch. Grün Metallic. Grün ist ja die Farbe des Tages heute, ne? Grün ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Oh. Aber in diesem grünen Metallic kommt dieser Teleskop-Gießstab natürlich super schön zur Geltung. Damit hast du 9 Sprühfunktionen. Also ich denke mal, da kannst du im Garten richtig schön aktiv werden. Zum Beispiel mal die Terrasse reinigen oder mal gießen. Duschen. Duschen. Du musst noch größer wachsen. Du musst das reicht schon. Sagt man doch. Vor allem musst du keine Gießkannen mehr schleppen, wenn du so ein cooles Gerät hast. Schau mal, was da für ein Sprühnebel rauskommt, wenn du möchtest. Oder halt eben mal so richtig schönes Gießwasser. Das ist wie wenn du diesen Gießaufsatz an der Gießkanne hast. So war das jetzt gerade, ne? Ja, vor allem, es gibt auch diese Sprühpistolen, die du ans Schlauchende machst. Aber da hast du halt kein Teleskop dran. Das finde ich eben toll, dass du hier auch mal größere Büsche so von oben bewässern kannst. Und vor allem keine Gießkanne. Nochmal, sie brauchen keine Gießkanne dafür. Und jetzt, ich bin am Montag, als ich hergefahren bin, das war so schön, wie alles geblüht hat hier. Die Bäume sind grün, die Bäume haben Blüten gehabt. Der ganze Raps steht überall in voller Blüte. Es ist einfach schön, wenn man einen Garten hat, dass man da eben so schöne Blumen alles hat. Hast du Pflanzen bei dir auf dem Balkon, Diana? Noch nicht. Warum nicht? Das ist alles in Zukunft. Aber jetzt, glaube ich, kann das wirklich für Sommer zum Beispiel ein paar kaufen. Natürlich, ich muss die alles bewässern. Aber meine Mama hat. Sie haben einen wirklich sehr, sehr großen Garten. Und meine Mama liebt Blumen. Ja. Und natürlich, ich glaube, für sie, das ist wirklich genau schon ein Geschenk für sie. Also ich finde das wirklich schön, auch für Dusche, Gartendusche kannst du auch nutzen, oder für Tiere, die schwitzen auch sehr gerne im Sommer. Die schwitzen gerne. Also sie schwitzen nicht, aber nicht die... Gerne. Ja. Wisst ihr, dass Hunde zum Beispiel nicht schwitzen? Deswegen lächeln sie ja so. Ja, deshalb sie brauchen auch ein bisschen Erfrischung manchmal. Also ich finde das wirklich schön, mir gefällt das alles so mit teleskopmäßig, die Funktion, super. Hier meine Nachbarin, die Anna, die macht das immer mit unserem Gartenschlauch, dass sie da den Hund absprüht. Ja. Also zwischendurch. Oder Kinder, Hunde, Kinder kannst du alle absprühen. Ja, Kinder freuen sich auch. 9 Wasserstrahleinstellungen haben sie hier. Zentral, Nebel, kegelförmig, die Dusche, flach, Winkel, Druckstrahl, Schwall, und Fächer. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Bezeichnungen für unterschiedliche Sprühmodi gibt. Aber die haben sie jedenfalls alle. Sogar beschriftet ist das am Duschkopf. Ja. Wenn Sie das entsprechend einstellen wollen, müssen Sie nicht die 9 verschiedenen Funktionen oder Sprüharten durchprobieren, sondern wissen ganz genau, welches die richtige ist. Also wunderbar für ganz vielfältige Einsatzgebiete bei Ihnen im Garten oder auf der Terrasse. Und schick ist es noch dazu. Hugo M. hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich dieses Teil bestellt. Hat geschrieben, ein wunderbares Produkt. Man kann ohne die Beete zu betreten und dadurch Pflanzen zu beschädigen, sehr weit die Pflanzen gießen. Die Bestellnummer ist die NX9284 und die 569. Weiter geht's. Oh, ich hab so schnell da bin ich ganz Gentleman. Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Nee. Mein Gott. Ich glaube, schon du wärst die Erste in meinem Leben, die Angst vor mir hat. Oh, wir haben Licht. Ja. Oh, das sind diese tollen Unterbauleuchten. Ich bin hier ganz ruhig. Das ist immer so gefährlich, wenn sie etwas schmeißt. Siehst du, sie fühlt diese Distanzion nicht. Hast du mal Handball oder Basketball gespielt? Ich habe noch nie irgendeinen Sport getätigt. Ja, doch, echt? Ein bisschen Badminton.
Du musst aber mit Skifahren mir Tennis spielen. Ja, Ski gefahren genau das letzte Mal vor 20 Jahren. Ach Gott, da warst du doch noch gar nicht da. Das Zweier-Set hier übrigens von COB LED Akkuleuchten gibt es hier für 10 Euro. Die sind genial. Die funktionieren mit Akku, keine Batterien, kein Kabel, kein gar nichts und sind unglaublich hell. Und die Halterung dafür, die ist, glaube ich, magnetisch, ne? Das finde ich auch super cool, dass du hier diese Kugel einfach rausnehmen kannst, wo wir gerade beim Sport waren, cool. Diana. Tennisball groß, würde ich sagen, oder? Tennisball groß. Ich habe gerade gesagt, dass es das so Tennisball groß. Aber wirklich sehr, sehr schön. Du kannst das wirklich zu Hause nutzen, zum Beispiel als Beleuchtung beim Garage oder beim Keller. Weil immer, wenn du vorbeikommst, das Licht wird automatisch anzuschalten. Oder kannst du auch für Monika, gute Funktion, immer wenn du gehst mit deinem Hund zu spazieren, kannst du als Taschenlampe das mitnehmen. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr schön, kreativ. Guck mal, wie sieht das so schön aus, weiß. Und so klein, kompakt und kostet nur 10 Euro heute. Es ist sogar das Zweier-Set, ne? Muss man immer dazu sagen. Zweier-Set für 10 Euro? Ein Zweier-Set. Ja, Moni, wo Diana gesagt hat, dass das für dich perfekt wäre, stelle ich mir das richtig gut vor, auch wenn ich deinen Flur noch nicht kenne. Aber wenn du das so an der Wand montiert hast, du bist auf dem Weg nach draußen, dann nimmst du einfach hier deinen Tennisball mit. Mach mal, guck mal, ich bin deine Wand. Zack. Rebecca, die Wand. Und wenn du jetzt wieder zu Hause bist, zack. Sehr, sehr cool. Alles aufgeräumt. Das gefällt super. Mir. Ich finde es super cool mit dieser Wandhalterung, weil das sind wie so eingebaute Spots auch. Ne? Die kannst du ja dann so ausrichten, nach unten zum Beispiel, auf die Anrichte oder nach oben, um die Decke so ein bisschen schön in Szene zu setzen. Und dann kannst du einfach unterwegs diese Kugel mitnehmen. Brauchen wir die Batterie hier? Nein, nein, das funktioniert mit Akku. Und wenn der einmal geladen ist, haben wir hier bis zu 1,5 Stunden Laufzeit. Wow. Das ist auch eine ganze Menge. Das hasse ich ja so an Taschenlampen. Ne? Wenn die mit Batterien sind, sind die Batterien immer alle oder ausgelaufen? Wenn sie ausgelaufen sind, du hast vergessen, die nachkaufen und dann siehst du in Dunkelheit. Ja. Sehr traurig. Sehr traurig. Und die hat noch einen Bewegungsmelder dran. Das heißt, die kann man also entweder auf Dauerlicht stellen oder auf Bewegungsmelder. Und immer wenn sich dann etwas bewegt vor dieser Lampe, geht die für 30 Sekunden an oder je nachdem, wie lange man sich davor bewegt. Zack. Wir schauen mal auf Pearl.de. Da ist der Einzelpreis. Oh. Der Einzelpreis ist 17 Euro. Oh. Hier kriegen Sie zwei für 10 Euro. Mega Ersparnis. Wow. Wahnsinn. Das ist ein guter Deal. 24 Euro sparst du, wenn du die bestellst. Und es ist kein Preisalarm. Das heißt, man darf sie auch bis zu 5-mal bestellen. Die Ola aus Altdöbern hat geschrieben, die LED-Strahler sind hervorragend geeignet für Garagen ohne Stromanschluss. Dank der Magnethalterung einfach an einen Metalldeckenträger befestigen, ausrichten, fertig. Finde ich auch. Die Bestellnummer ist die NX7691 und die 569. Gerne bis zu 5-mal bestellen. Wir sind erst am Anfang der Sendung. Rebecca, darf ich dich bitten? Sehr gerne. Ja, die Sendung ist ein Riesenspaß für uns, natürlich. Wie immer. Weil wir immer 5 Euro. Wir kriegen 10 Euro Show. Ja. Wir kriegen immer Geschenke von Diana. Morgen um 19 Uhr haben wir noch 5 Euro Mega Show. Verpassen Sie auch bitte nicht. Dann haben wir noch länger. Diana, ich bin begeistert, dass du uns hier diese manuelle Zitrus- und Saftpresse rausgesucht hast. Weil ich glaube, wir brauchen momentan alle so ein bisschen Vitamin. Kann man generell immer gebrauchen. Und damit geht das wirklich richtig einfach, dank dieser Hebelbewegung, wie wir das gerade schon bei Rebecca gesehen haben. Weil das ist wirklich super, natürlich auch mal für vielleicht ein Salatdressing oder auch mal für einen Cocktail, Limetten zum Beispiel. Ja. Gib mir deinen Saft. Ja, genau. dieses Lied heute. Aber das ist wirklich schön. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt, wenn jemand nimmt die Eisen, Als Tabletten oder Tropfen musst du das alles mit Zitronensaft auch nehmen. Ja. Ach so, Eisen. Ja. Wenn du Eisentropfen zu dir nimmst. Ja, richtig. Wegen Eisenmangel. Richtig, ja, das haben viele Leute. Musst du auch jeden Morgen. Ich zum Beispiel gerade. Ja. Echt? Dann brauchst du auch jeden Morgen zum Beispiel dir so kleinen Zitrussaft oder Orangensaft machen und musst du nicht diese große Saftmaschine von Schrank rausnehmen. Du kannst wirklich mit diesem kleinen
süßen Gerät das alles machen. Und mir gefällt, wie sieht das alles aus. Ne? Das kann einfach so hängen, sieht super aus, so robust. Also das wird auch jede Orangen, jede Zitrone, Limette auch. Mhm. Kennt ihr diese Bier? Das musst du mit Limette trinken. Corona. Ja. Du darfst das nicht sagen. Ist mir das rausgerutscht? Ja. Auf jeden Fall, das kannst du auch nicht ganze Limette oder Zitrone reinmachen, weil das ist sehr schwierig, das rauszunehmen. Ja. Kannst du einfach mit Zitronensaft so ein bisschen. Wisst ihr, was ich gerne trinke? Ein Gin Basil Smash. Und was? Da musst du auch Limetten reinpressen. Ja. Vielleicht sollte ich mir das mal für zu Hause anschauen. Ja, es gibt unheimlich viele Leute, die einfach ein Glas puren Zitronensaft morgens trinken. Das ist sehr, sehr gesund. Ne? Kannst du auch das? Das liebst das, ne? Zitronensaft. Ja, ja, ja. Ich nenne gern auch die Bestellnummer für diese manuelle Zitrus- und Saftpresse aus poliertem Edelstahl. Die ZX6307 und die 569 ideal. Auch natürlich, wenn man backen möchte. Auch da gibt es ja so das eine oder andere, was man da auspressen muss. Aber natürlich auch, um einfach mal ein bisschen Vitamine zu sich zu nehmen. Oder wie gesagt, für Cocktails, für Dressings. Also so viele Möglichkeiten. Und das geht auch wirklich wieder richtig schnell zu säubern, diese Presse. Das finde ich auch ein Riesenvorteil, richtig, als diese großen Standpressen, die man sonst kennt. Ja. 1000 Teile, jedes Teil muss einzeln sauber gemacht werden. Mach. Okay, ich wollte dir eigentlich gerade den Vortritt lassen, aber schön, dass du mir den Preisalarm überlassen hast. Also diese ganze Sendung ist ja Grund zur Freude, aber besonders großen Grund zur Freude haben wir beim Preisalarm. Der Urlaub, das ist ein Produkt, das ist so knallhart runterreduziert, dass wir das Kontingent hier begrenzen mussten. Einmal dürfen Sie hier bei diesem Produkt nur zugreifen, aber das lohnt sich bei diesem Mini-Bügeleisen. Das ist ja wirklich goldig. Das ist wirklich süß. Das ist sogar nicht nur ein normales Bügeleisen, sondern ein Dampfbügeleisen. Und du hast sogar eine Dampfbürste mit dabei. Und ich liebe ja das Dampfbügeln. Ja. Und ich war ja am Wochenende auf einer Hochzeit, da hatte ich so ein Kleid an. Das hatte ich auch hier an. Kürzlich erst, da hat Jana gemeckert und hat gesagt, kannst du nicht mal dein Kleid bügeln? Ja, das Kleid hatte ich bei der Hochzeit an und dann habe ich es für die Hochzeit mit Dampf gebügelt. Ja, für mich, wenn das ist ungebügelt, das sieht wirklich billig aus. Für danke. Mich. Egal, was hast du bezahlt, aber das ist wirklich schade. Ich glaube, dass wenn dein Klamotten sieht gefleckt aus, wenn das ist schon gebügelt, das sieht immer so teuer aus, sehr elegant, sehr schön. Dass alle denken, ja, dieses Mädchen kümmert über sich. Na? Aber nicht so, dass du nimmst das einfach von Koffer. Und natürlich, ich verstehe, weil Bügeleisen hast du nicht überall. Richtig. Zum Beispiel im Hotelzimmer, in Urlaub. Ja, wer weiß auch, wer das vorher benutzt hat. Was war jetzt? Ich war in Türkei. Ne? Ich habe nur ein Kleid genommen, so Orangenkleid. Das ist so schönes Kleid. Ich wollte das unbedingt anziehen. Und was mache ich? Ich rufe bei der Rezeption und ich sage, können Sie mir bitte Bügeleisen geben? Was sagen Sie mir? Entschuldigung, wir haben schon alle ausgegeben. Sie müssen warten. Ich habe 3 Tage gewartet. Nein. Und am Ende, ich habe schon versucht mit heißes Wasser das alles. Aha. Am Ende, ich habe dieses Kleid schon so umgezogen, aber ich war so traurig. Und das hat nicht so schön ausgesehen, das war in meinem Kopf. Aber wenn ich würde solchen Bügeleisen mit mir nehmen, dann würde das natürlich gar kein Problem. Die Größe ist der Hammer, ne? Das passt ja wirklich in jeden Koffer rein. Ich habe auch so ein Lieblings-T-Shirt, das ziehe ich sehr gerne an. Und wenn das auf Reisen ist, nee, das ist ein Polohemd. Aber natürlich auch Polohemd, weißt du? Wenn du die einen Tag getragen hast, dann kann man die nochmal tragen. Aber wenn dann hier dann schon so Falten drin sind oder hier, wenn du es falsch aufgehängt hast nachts, so ein T-Shirt, was im Koffer gewesen ist, sieht nie also faltenfrei aus. Hiermit kann man wirklich wieder vernünftig aussehen. Und das für 10 Euro, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, vor allem, weil wir uns hier nicht nur um Falten kümmern können, sondern auch Fussel. Also auch können Sie dafür sorgen, dass Ihre Klamotten fusselfrei damit werden. Wir haben einen Spannungsschalter mit dabei. Bedeutet, dass Sie das tatsächlich fast weltweit überall nutzen können. Und 3 Temperaturstufen haben wir hier auch. Also richtig viele Funktionen. Und gerade diese Dampffunktion, das ist ja der Knaller, gerade wenn du im Hotel bist und du hast kein Bügelbrett, dann kannst du einfach auch das Kleid hängen lassen. Genau. Mhm. Und hängend bügeln. Mhm.
Das ist schon der Hammer. Ich kann es nicht verstehen, 10 Euro. Wir schauen mal bei Pearl.de, was das regulär kostet. 22 Euro ist da unser Preis, was ich schon wirklich revolutionär finde. Heute bei uns in der 10 Euro Überraschungsshow natürlich nur 10 Euro. Wir haben mehr als die Hälfte runtergenommen. Die Gelegenheiten sollten Sie wirklich nutzen. Für unser 2-in-1 Reisedampfbügeleisen mit Dampfbürste. Sie bestellen mit der Bestellnummer NX9165 und der 569 unsere magische Ziffer, mit der Sie den TV-Sonderpreis bekommen. Hier, das war unser Preisalarm. Da dürfen Sie nur einmal zugreifen, aber dann haben Sie den Reisebegleiter mit dabei und können immer für schön gepflegte, sauber faltenfreie Klamotten sorgen und fusselfreie Klamotten. Ja. So. Ich trage ja auch gerne Leinensachen und die brauchst du bloß komisch anzugucken. Ja. Schon hast du 1000 Falten drin. Ne? Das ist wirklich was ganz Tolles, was auf keiner Reise fehlen sollte. Oh, wo geht's hin zur nächsten Reise? Nach Norden. In Norden. Da, wo die Leuchttürme sind. Ich mache ja gerade meinen Motorbootführerschein. Ja. Bist du schon mal gegen Leuchtturm gefahren? Cool. Zum Beispiel berechnen, wie hoch so ein Leuchtturm ist. Und da hast du dann zum Beispiel auch so drinstehen, was für Signale Leuchttürme senden. Aha. Und das sendet tatsächlich auch ein Signal, sehe ich gerade. Kauf mich. Was ist das für ein Signal? Was bedeutet das? Keine Ahnung, was das bedeutet. Sie macht doch ihren Schein erst. Der sieht so klasse aus. Moni, du und ich, wir kommen hier aus dem Norden. Ja. Das ist doch wirklich Heimatgefühl, oder? Auf jeden Fall. Finde ich wunderschön, dieser Leuchtturm. Sieht natürlich auch noch toll aus, wenn das wirklich leuchtet und das tut es. Und das ist einfach mal was anderes als so ein Gartenzwerg. Vielleicht kommen sie auch hier aus dem Norden und dann ist auch schon so ein bisschen Heimatgefühl. Also ich finde das wirklich hervorragend. Sehr schön. Wart ihr schon mal in einem Leuchtturm drin? Nee, du? Ich war schon. Echt? Ja, sehr oft. Cool. Ist das so romantisch, wie man sich das vorstellt? Ja, richtig eng. Ehrlich? Noch romantischer ganz viele eigentlich. Stufen. Oh, cool. ganz in so Wendeltreppenform? Ja. Ach ja, cool. Du musst dir das vorstellen, auf jeder Etage ist ein Raum. Ja, richtig. Ein kleiner... Ehrlich? Ja. Ach was. Das ist wirklich sehr ruhig. Der Leuchtturmwärter. Der Leuchtturmwärter, meistens alleine oder mit seiner Frau. Vielleicht haben sie noch einen Hund. Aber und das Kinder? Ist, da wird schon knapp mit dem Platz. Aber es ist einfach Romantik pur, die Sie hier kaufen können. Es ist so wunderschön, dieser Leuchtturm, so liebevoll gemacht. Oben mit dem Geländer auch noch. Der funktioniert mit Solarpanel. Ganz, ganz einfach versorgt er sich selber mit Strom. Den stellen Sie einfach in den Garten, auf die Fensterbank. Und dann, sobald es dunkel wird, fängt er an, sich zu drehen und sendet sein Signal, damit Schiffe sicher unterwegs sind. Ja, ne? Damit du die Peilung richtig machen kannst und so. Ne? Habe ich alles gelernt. Schön. Ich habe den Leuchtturm zusammen mit einer Windmühle gekauft. Nordsee-Feeling pur, hat die Pia aus Gablingen geschrieben. Den können Sie sich nach Hause holen, auch gerne mehrfach. Das ist auch ein tolles Geschenk. Hier unser Solar-Deko-Leuchtturm mit drehendem Reflektor, der sogar leuchtet. Mit der Bestellnummer NX1522 und der 569 kommt dieses Stück Nordsee oder Nordfeeling zu Ihnen nach Hause hier. Ein toller, toller Leuchtturm. Ich liebe das. Den haben wir ganz, ganz selten bei uns hier in der Sendung. Ja, ich finde den auch richtig toll. 10 Euro, wirklich ein super Preis. Ja. Also, und wir gucken mal, wie weit wir sind. Wir können weitermachen. Da kommt Diana auch schon wieder. Deine Haare sitzen super. Danke. Bitte schön, Diana. Aber wir sind wirklich stolz auf dich. Das ist wirklich cool. Ja, wirklich. Ich habe Geld gefunden. Sie bekommen jetzt 100 Euro für 10 Euro. Wie kann das ist ein guter sein? Deal. Das ist ein guter Deal, ne? Das kriegen wir auch nur bei Pearl TV hin, oder? Riesengroße. Wir haben ein Strandtuch. Wie cool ist das denn mit einem 100-Euro-Schein-Design? Ich habe Und du hast 200. Zeigen wir danach. Ach, das kommt danach? Ja, auch für 500. Aber ich bleib bei meinen 200. Ich finde 200 schön. Ja, 200, klar, ich hab ewig keinen 200er mehr gesehen. Aber wenn du nimmst 200 und 100, dann würdest du 300 haben. Ja, genau. Noch aber mehr. Aber ich glaube, das hat nicht jeder. Und damit kann man sich mal richtig schön am Strand platzieren, vielleicht auch mal eine Liege reservieren. Dann sieht eine man Liege auch reservieren? Bist du eine, die eine Liege reserviert? Richtig doll. Moni? Diese die Leute beste sind Liege wirklich... ist meine. Moni ist du die, die um 6 Uhr morgens aufsteht. Genau. Und dann Liegen reserviert. Und wenn dann das liegt diesen Tuch bis 4 Uhr. Wenn die gnädige Frau dann wach ist, nachmittags um 4,
Aber ja, also das ist wirklich ein Knaller, weil das machen ist Sie ja das auch nicht. Ein ganz spezielles das Material. Ja. Auch gerade wenn du am Strand unterwegs bist, dann setzt sich hier der Sand nicht so leicht fest. Weil weißt du, wenn du so ein dickes, flauschiges Handtuch hast, dann bleibt der Sand da immer hängen. Hier nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein ganz besonderes Material, wenn es ums Trocknen geht, oder? Richtig, Ingo hat recht, Mikrofaser ist hier das Strandtuch. Und angenehm geschmeidig, saugfähig, also saugt das Wasser oder die Feuchtigkeit auch richtig schnell auf und nimmt eben auch keinen Platz weg, weil man super klein zusammenfalten kann, vielleicht auch mal in einer Sporttasche mit dabei zu haben und ist einfach ein Hingucker, so ein 100-Euro-Schein oder jetzt auch 200-Euro-Schein. Guck mal, so klein kannst du es zusammenfalten. Das passt sogar in meine Handtasche. Ja. Ich habe noch nie ein Handtuch gehabt, das in meine Handtasche passt. Guck mal. Das ist hervorragend. Sogar vor allem so auch von der Größe. Wie groß ist denn das? 2 Meter? Ist es 1,80 mal 90 Zentimeter. Boah. Ja, da kann man mal sich richtig am Strand oder am Baggersee. Oh, Sauna. Oh. Für die Sauna kriegst du ein bisschen. Steh auf. 200 Euro. Ja, du brauchst aber auf jeden Fall 2 für die Sauna, ne? Ja, natürlich. Also 1 zum Draufsetzen und 1 zum Umlegen. Zum Umlegen. Wenn viel los ist. Ich finde das Grün sehr schön hier, deswegen würde ich den 100-Euro-Schein nehmen. Ja, der sieht auch gut aus. Die sehen beide toll aus. Sie können ja jedes bis zu 5-mal bestellen. Auch für den Sport natürlich, weil das so saugfähig, so leicht ist und vor allem auch sehr schnell wieder trocknet. Ich finde das richtig klasse hier, vor allem in der Größe. Auch mal so zum Picknick oder zum Baggersee mitnehmen, ins Freibad. In Bremen haben jetzt die Freibäder aufgemacht letztes Wochenende. Nein. Doch. Ja. Geheiztes Stadionbad hat aufgemacht, habe ich gelesen. Da ist so ein, das macht natürlich Eindruck, ne? Im Freibad so ein Schein. So ein XXL-Schein. Ein XXL-Schein. Zeig mal den 200er, die sehen ja wirklich klasse aus, ne? Schönes Täuschend. Design. So, und Sie sehen jetzt auch eingeblendet die Bestellnummer für diesen 100-Euro-Schein, die NX6702 und die 569. Und für das Strandtuch mit dem 200-Euro-Schein-Look die NX6703 und die 569. Für 10 Euro superklasse, vielleicht hier auch mal zum Verschenken, weil ich denke mal, das ist wirklich ein Hingucker und es macht auch irgendwie Spaß damit, als mit so einem normalen Handtuch. Ja, ja, die so immer so. Aber nicht zum Liegen reservieren, ne? Benutzen. Okay. Dann ist es ganz schnell weg, glaube ich. Sowas ist ja nicht sehr gern gesehen im Urlaub immer. Ich wusste nicht, dass du das machst, Moni. Ich bin jetzt. Ja, das sind der beste Platz ist meiner. Ganz klare Sache. Nicht so oft Urlaub. Das können wir auch im Urlaub super gebrauchen. Eine Stromreserve. Ja. Wir haben hier eine Powerbank und die ist deswegen gerade für den Urlaub so super, weil wir ja oftmals im Urlaub keine Zeit haben zum Laden. Da haben wir nur ein paar Stunden im Hotel, dann bist du schon wieder unterwegs, machst viele Fotos, dann ist dein Handy wieder leer, dann stehst du da. Mhm. Dann hast du vielleicht eine Powerbank, die ist aber auch leer, was machst du dann? Diese Powerbank, die geht aber nicht so schnell leer, weil wir haben hier ein Solarpanel mit verbaut. Und das sorgt dafür, dass sich diese Powerbank von selber wieder mit Sonnenenergie auflädt und dann die Energie servierfertig sozusagen für ihr Handy bereithält. Oder andere mobile Geräte, die sie im Urlaub dabei haben, zum Beispiel einen Sprachübersetzer. Unglaublich hier. Vor allem unglaublich robust. Das kann man auch mal mit an den Strand nehmen, denke ich. Ne? Legst es einfach in die Sonne und hast dann immer Strom für dein Handy oder was auch immer dabei. Eine Powerbank kann wirklich jeder brauchen, weil jeder hat diese Situation schon mal erlebt, dass man eben hier tatsächlich Strom braucht, wenn man unterwegs ist. Ich habe übrigens jetzt am Wochenende in der Zeitung gelesen, dass sie irgendjemanden, der sein Handy-Ticket nicht vorzeigen konnte, weil sein Handy leer war, rausgeschmissen haben aus dem Zug. Kann sein. Der hat sich natürlich beschwert, das ist wahrscheinlich auch nicht richtig, dass der rausgeschmissen wurde. Aber er wurde rausgeschmissen. Er hat kein Ticket. Ja, das richtig. Das ist schon voll, die haben vollkommen recht. Oder zum Beispiel beim Flugzeug, ne? Du hast auch dein elektronisches Ticket und manchmal dann, weil dein Flugzeug hat Verspätung und du hast ein bisschen mehr gespielt und dein Handy ist leer, kannst du auch so deinen Flug
Zeug nicht kommen. Und Jana, wenn du unterwegs bist, dann hast du doch gerne auch deine Kopfhörer, die akkugeladen ja, sind, dabei. Ja, natürlich. Smartwatches ja auch. Das ist das Gute, dass du hier zwei Steckplätze hast. Ja. Du kannst zwei Geräte parallel aufladen sogar. Für Picknick auch zum Beispiel, deinen Lautsprecher zu laden oder Handy. Das ist unser kleiner Ventilator auch. Schön. Also ich glaube, für 10 Euro gibt es keine bessere Powerbank. Hier mit 8000 mAh steht da. Das heißt, Sie kriegen hier locker noch mal zwei, dreimal Ihr Handy wieder aufgeladen mit. Das ist Sicherheit hier, vor allem, weil die nie alle wird. Fantastisch. Ja, außerdem wettergeschützt, wie man hier, glaube ich, auch ganz gut angedeutet erkennen kann. Also entsprechend auch kann diese Powerbank mal in den Regen geraten. Das macht dieser Powerbank überhaupt gar nichts aus. Die ZX7434 und die 569 ist die Artikelnummer. Darf ich dich bitten, noch mal zu drücken? Na, aber gerne doch. Moment, ich bin noch schon... Moment, hier, da. Ich hätte auch noch mal den Buzzer gedrückt. Was haben wir denn jetzt? Oh, das ist praktisch... Ein Mini-Ionisator und Luft... Ionisator. Okay. Ionisator. Becker, du lachst mit mir, ne? Nicht über mich. Sag mal, Mini-Ionisator. 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 Ich bin auch gut dabei. Nee, nee. Mini-Ionisator. Ihr könnt es auch ablesen. Mini-Ionisator, Mini-Ionisator, Mini-Ionisator. Also, es ist ein Mini-Ionisator, der reinigt die Luft und befreit sie von Gerüchen. Unglaublich praktisch, natürlich im Kühlschrank. Mhm. Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man hier... Oh, das ist so ein typischer Kühlschrank, ne? Ja. Wenn du da jetzt so einen schönen Camembert hast, dann schmeckt die Milch danach. Dann schmeckt alles, was man da hat, vielleicht noch oder frisches Ohr. Tzatziki. Oder Zwiebeln. Oh. Der frisst diese ganzen Gerüche. Für Schränke, fürs Auto, alles Mögliche. Oh. Der nimmt sogar Zigarettenrauchgeruch weg. Unglaublich praktisch. Sollte jeder eigentlich haben. Für Kühlschrank ideal. Ein Schuhschrank natürlich auch noch hier. Ich finde das super, super praktisch. Ich guck mal, ob der mit Batterien läuft hier. Aber es ist ärgerlich, wenn man so Gerüche hat, ne? Für den Schuhschrank auch mal ideal, wenn es da ein bisschen müffelt. Da sehen wir Sportschuhe. Aber für Maske. Für Maske? Nein, unsere Schuhe müffeln nicht. Nein, bei euch riecht es immer sehr angenehm. Vor allem chemiefrei. Ne? Es gibt ja diese Duftsprays, die übertünchen den Geruch immer nur mit einem anderen Geruch. Ganz einfach hier einen Mini-Ionisator reinstellen und dann ist die Luft wieder frisch und rein. Ich kann immer noch nicht sehen, ob der jetzt mit Batterien läuft oder mit Akku. Ja, guck doch mal nach. Ich weiß es. Drei Doppel-A-Batterien. Ah, hier steht sogar. Dank Batteriebetrieb nutzen Sie Ihren Mini-Luftreiniger überall ohne Steckdosen. Das ist natürlich super praktisch, gerade mal im Auto oder so. Im Auto gibt es ja auch manchmal, weißt du, im Sommer, wenn den ganzen Tag die Sonne raufknallt, dann riecht es da auch manchmal ein bisschen komisch. Vor allem, wenn du irgendwas also in der Motorhaube hast oder so, ne, kann das schon mal vorkommen. Oder bei manchen Leuten, die rauchen im Auto oder zum Beispiel in Toilette, das kann sie auch dort. Gästetoilette, natürlich. Ja, deine Gäste rauchen. wenn die Gäste rauchen auf Toiletten sind, kriegen sie hier die Gerüche. Das wäre keine gute Vorstellung. Keine guten Freunde. Bis zu 5-mal können Sie den natürlich auch bestellen und damit Ihre Räume, Ihren Kühlschrank, Ihren Schuhschrank, Ihr Auto, alles damit ausstatten hier. Der Mini-Ionisator hat die Bestellnummer NX7538 und die 569. Ein schöner Mini-Ionisator. Ja, langsam kann das jeder. Mini-Ionisatorchen. Ja, das war's auch schon wieder hier mit unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Ich bin mir sicher, da war sehr, sehr viel für Sie dabei. Denken Sie natürlich auch an unseren fantastischen Preissalon. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren Produkten.